Im ORF-Haus geht das gerade heiß her. Der amtierende ORF-Generaldirektor Alexander Vrabetz, ORF-Vizefinanzchef Roland Weißmann und ORF-1-Senderchefin Lisa Totzauer kämpfen aktuell um den Posten des neuen ORF-Chefs. Die hitzige Debatte, wer nun der neue Generaldirektor bzw. die neue Generaldirektorin wird, entwickelt sich allmählich zu einem Politthriller. Denn der vermeintlich unabhängige Stiftungsrat, der wird großteils von den Parteien gesteuert. Allen Kandidatinnen und Kandidaten wird jedenfalls eine Politnähe zugeschrieben. Die ÖVP hat dabei mit 35 Köpfen im Stiftungsrat die absolute Mehrheit und sie stimmen mehrheitlich für Roland Weißmann. Neben den 16 Parteistiftungsräten kommen noch Unabhängige und Betriebsräte hinzu, die dazugerechnet werden. Und damit kommen sie zumindest auf 18 Stimmen insgesamt. Gestern hieß es, dass der Vizefinanzchef Roland Weißmann sogar noch mit mehr Stimmen rechnen könne. Die Grünen wiederum sollen noch mit sich ringen. Der Chef der Grünen Stiftungsräte, Lothar Lockel, der dürfte ebenso dazu tendieren, Weißmann zu wählen. Jedoch gilt, nix ist fix. Möglich ist sogar, dass die drei Grünen für drei unterschiedliche Kandidatinnen stimmen werden. Die SPÖ will wiederum Vrabetz wählen. Sie hat insgesamt 5 Stimmen und die Neos, die tendieren zwischen Alexander Vrabetz und Lisa Totzauer. Die FPÖ dürfte wie gewohnt gespalten sein. Während Stiftungsratsvorsitzender Norbert Steger für Weißmann stimmt, ist FPÖ-Chef Herbert Kickel klar gegen ihn. Abgesehen von Steger schwanken die drei FPÖ-Stiftungsräte zwischen Lisa Totzauer und Online-Chef Thomas Brandner, dem ebenfalls eine FPÖ-Nähe nahegelegt wird. Aus insgesamt 14 Bewerberinnen und Bewerbern wird nun am Dienstag einer oder eine gewählt, die dann den Titel Generaldirektor oder Generaldirektorin tragen wird. Nach den Hearings findet dann am Dienstag die offene Wahl statt. Die ÖVP rechnet nun damit, dass Weißmann bereits im ersten Wahlgang mit über 20 Stimmen rechnen könne. Wenn kein Kandidat oder keine Kandidatin im ersten Wahlgang die absolute Mehrheit erhält, dann könnte es zu einem zweiten Wahlgang kommen. Auf Twitter geht es hinsichtlich der Wahl zum neuen ORF-Generaldirektor ebenfalls heiß her. ZIP2-Anchorman Armin Wolf zeigte sich zuletzt in den Wochen wiederholt frustriert über die ORF-Wahl und übte scharfe Kritik am System aus. Daraufhin konterte Servus-TV-Moderator Michael Fleischacker, woraufhin Armin Wolf erneut gegen ihn feuerte. Es bleibt auf jeden Fall sehr spannend, wer sich in naher Zukunft Herausforderungen wie beispielsweise der Frage der GIS-Gebühren, der Digitalisierung, das Erreichen der jüngeren Zielgruppen und weiteren Fragen stellen und vor allem lösen wird. Kommende Woche wird das Ergebnis der Wahl jedenfalls gelüftet und dann wird feststehen, ob Vrabetz weiterhin ORF-Generaldirektor bleibt oder ob es vielleicht doch der geheime Favorit Roland Weißmann werden wird.